Ihr Kinderauto G63 6x6 fährt nicht? Kein Problem, wir helfen Ihrem Kinde zurück auf die Straße. Für die Prüfung der folgenden Bauteile benötigen Sie diese Werkzeuge. Einen Kreuzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher und ein Multimeter. Als erstes prüfen Sie die Batterie. Öffnen Sie die Motorhaube. Entnehmen Sie die Hauptbatterie und lösen Sie das Batteriehaltefach. Entnehmen Sie das Batteriefach und stecken Sie die Batterie wieder ein. Prüfen Sie, ob alle Stecker und Kabel an der Batterie angeschlossen sind. Ermitteln Sie die Batterieruhespannung mit einem Multimeter, indem Sie die Messspitzen an den beiden Kabelfarben der Batterie ansetzen. Hier sollte ein Wert von über 12 Volt herauskommen. Falls sich die Batteriespannung unterhalb 12 Volt befindet, prüfen Sie diese unbedingt noch auf Belastung. Hierzu heben Sie die Antriebsräder hoch und messen Sie erneut die Batteriespannung mit dem Multimeter. Drücken Sie den Gaspedalschalter und lassen Sie die Räder drehen. Bricht der Wert unter 10 Volt, müssen Sie die Batterie tauschen. Ist die Batteriespannung ausreichend oder bekommen Sie hier keine Werte, so müssen Sie als nächstes die Sicherung auf Widerstand prüfen. Entfernen Sie beide Kabel der Sicherung und machen Sie eine Widerstandsmessung mit dem Multimeter. Ist der Widerstand nahezu null, so ist die Sicherung in Ordnung. Ist der Widerstand sehr hoch oder unendlich, muss die Sicherung getauscht werden. Falls Sie kein geeignetes Multimeter daheim haben, können Sie auch die beiden Kabel der Sicherung zusammenhalten. Wenn das Fahrzeug dann anspringt, ist die Sicherung defekt und muss getauscht werden. Für die Überprüfung der nachfolgenden Bauteile muss das komplette Servicefach herausgebaut werden. Verwenden Sie hierzu einen Kreuzschraubendreher und lösen Sie die außenliegenden Schrauben. Entnehmen Sie das Servicefach. Um den Lenkmotor zu überprüfen, messen Sie diesen im eingebauten Zustand. Lösen Sie die Kabelverbindung des Motors. Der Stecker hierfür befindet sich am Steuergerät. Führen Sie eine Widerstandsprüfung durch. Hier sollte ein Messwert von ca. 4 Ohm herauskommen. Möchten Sie die Antriebsmotoren überprüfen? Stecken Sie hierfür einen Stecker des Antriebsmotors ab und machen Sie eine Widerstandsmessung mit dem Multimeter. Halten Sie die Messspitzen auf die Kabelenden des Motors. Der Messwert des Widerstandes sollte ca. 0,5 bis 1 Ohm betragen. Sind die Batterie und die Sicherung in Ordnung, kann davon ausgegangen werden, dass das Steuergerät defekt ist. Lösen Sie hier die Verschraubungen des Steuergeräts und stecken Sie die Stecker ab. Der Einbau des neuen Steuergerätes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Befestigen Sie anschließend das Servicefach. Schließen Sie die Batteriekabel an und befestigen Sie auch hier das Batteriefach in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Schließen Sie die Motorhaube. Startet das Fahrzeug nicht, so kann es sein, dass der On-Off-Schalter einen Defekt hat. Hebeln Sie diesen vorsichtig aus der Führung, um die Steckerkontakte zu überprüfen. Sollten Sie einen Fehler finden, stecken Sie die Kabel wieder zusammen und machen Sie eine Funktionsprüfung. Haben Sie einen defekten On-Off-Schalter? Dann tauschen Sie diesen aus. Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge zum Ausbau. Wollen Sie das Lenkrad tauschen? So müssen Sie die beiden Metallnieten am Lenkrad nach innen drücken und das Lenkrad im Anschluss vorsichtig herausziehen. Stecken Sie den Stecker ab und bauen Sie das neue Lenkrad in umgekehrter Reihenfolge ein. Schalten Sie das Radio an und es ertönt kein Sound. Hebeln Sie das Radio vorsichtig heraus und prüfen Sie die Steckerkontakte. Ist hier eines der Kabel herausgerutscht? Dann stecken Sie das Kabel wieder ein und machen Sie eine Funktionsprüfung. Ist das Radio immer noch defekt, dann tauschen Sie dieses aus. Bauen Sie das neue Radio in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Ist ein Rad abgefahren oder die Beleuchtung ist ausgefallen? Dann entnehmen Sie das Rad. Hierfür drücken Sie den mittleren Knopf der Radkappe nach innen und ziehen das Rad ab. Reinigen Sie hier die Schleifkontakte des Rads unter der Aufnahme an der Achse. Der Einbau eines neuen Rades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Um das Ladegerät zu prüfen, stecken Sie dieses in die Steckdose. Stecken Sie eine Messspitze Ihres Multimeters in den Mittelkreis der Ladegerätebuchse und die andere Messspitze auf die Außenseite der Buchse. Hier sollte der Messwert mehr als 12 Volt Gleichspannung betragen.